Hallo, heute möchte ich mich einer interessanten Frage stellen widmen, und zwar dieser Frage: Schwerste Satz zuerst? Sollte der erste Satz einer Übung der schwerste sein, sprich mit dem meisten Gewicht? Das ist jetzt eine Frage, die ist gar nicht so leicht und vor allem nicht allgemeingültig beantwortbar. Das hängt nämlich ganz klar von der Zielsetzung ab, was man trainieren möchte, das heißt, welche Anpassungserscheinungen man hervorheben möchte, welche Trainingsmethode man nutzt. Hängt davon ab und vor allem auch, wie gut man trainiert ist, ob man als Anfänger ist oder nicht und so weiter. Das spielt auch eine ganz krasse Rolle, ob der erste Satz wirklich der schwerste Satz sein sollte. Tendenziell kann man sagen, ja, der erste Satz sollte der schwerste sein. Kann man auch Fortschritte machen, wenn der erste Satz nicht der schwerste ist? Selbstverständlich. Kann man genauso gute Fortschritte machen, wie wenn der erste Satz nicht der schwerste ist? Ja, kann man auch. Jetzt gehen wir der Frage mal genauer nach. Und zwar, grundsätzlich gilt natürlich immer der erste Satz, der erste Arbeitssatz ist hier gemeint. Das heißt, der erste Satz, wo wir wirklich auch Maximum geben wollen. Davor machen wir Aufwärmsätze und so weiter. Ich habe ja auch in meinem Aufwärmtrainingsvideo gezeigt, dass wenn man jetzt, was ich in 8 bis 10 Wiederholungen trainiert oder auch 12, 15 Wiederholungen trainiert, es sinnvoll ist beim Aufwärmen, der letzte Aufwärmsatz, ein Gewicht zu nehmen, was schwerer ist als das spätere Arbeitsgewicht und davon ein, zwei Wiederholungen zu machen. Das versetzt das Nervensystem in einen Alarmzustand, in einen Regungszustand, wodurch das Arbeitsgewicht dann leichter wird und man eventuell auch mehr Wiederholungen schafft. Beispielsweise, wenn ich jetzt weiß, okay, ich möchte heute die 100 Kilo Bankdrücken probieren, 8 Mal, dann mache ich meine 3 Aufwärmsätze, 4 Aufwärmsätze und im letzten Aufwärmsatz nehme ich 105 Kilo und mache das ein, zweimal. Einfach, um den Regungszustand des Nervensystems zu bekommen und so dann auch stärker in der Übung zu sein. Nun aber, erster Satz, das Schwierigste. Grundsätzlich sind wir nach dem Aufwärmen gemacht, aufgewärmt und so weiter, sind wir im ersten Satz, der ersten Arbeitssatz, sind wir an dem Punkt von der jeweiligen Übung, wo wir am stärksten sind von der gesamten Trainingseinheit bzw. von dieser Übung. Wir sollten danach eigentlich nicht stärker werden. Kann aber manchmal vorkommen, dass man sich zum Beispiel verschätzt hat bei dem ersten Arbeitssatz. Das heißt, da war der schwerste, was ich fange mit 100 Kilo an und ich merke, oh, ich habe 100 Kilo 10 Mal gemacht, ich wollte nur 8 Mal machen, dann steige ich halt im nächsten Satz, wenn ich glaube, dass ich dann 105 Kilo noch 8 Mal schaffe. Ja, kann man das dann steigern. Grundsätzlich gilt aber, wie gesagt, ja, denn wir sind dort am leistungsfähigsten und wir möchten uns ausreizen. Das heißt, beim Krafttraining geht es darum, Muskelversagen, ist es notwendig für Muskelaufbau? Nein, ist es nicht. Ist es sinnvoll für Muskelaufbau? Ja, ist es. Positives Muskelversagen zumindest. Das heißt, es geht einfach darum, dass bei dem Muskelversagen wir trainieren und wir haben die Muskelfasern, die haben verschiedene Reizdauern, wie lange die quasi ausdauernd sind. Und wir möchten dann bis zum Ende trainieren, einfach damit wir möglichst viele Muskelfasern aktiviert haben. Insbesondere die großen Typ 2 Muskelfasern, die stark hypertrophieren können, die werden erst dann am Ende zugeschaltet. Gerade bei Anfängern noch später oder auch gar nicht. Und deswegen möchten wir eigentlich schon bis ans positive Muskelversagen gehen, zumindest bis zum technisch sauberen Muskelversagen. Darüber hinaus überwiegen dann wieder andere Nachteile. Das kann dann vielleicht muskulär vom Vorteil sein, noch weiter zu trainieren. Also noch eine Wiederholung zu machen, auch wenn es technisch unsauber ist. Aber auf die ganze Statur gesehen und auf wie die Gelenkbelastung und sowas gesehen, ist es dann wieder kontraproduktiv. Dann bieten sich da vielleicht andere Übungen an, wo man das dann nochmal auslasten kann, die technisch leichter sind als beispielsweise beim Bankdrücken. Macht man eher Butterfly, da kann man technisch nicht so viel falsch machen, da kann man dann nochmal ein paar Wiederholungen rausquetschen. Ne? Es geht dann besser dort, einfacher, sicherer. Aber tendenziell der erste Satz, der schwerste, ich schweife schon wieder ab. Er sollte der schwerste sein, weil wir dort am leistungsfähigsten sind, damit wir immer einen überschwelligen Reiz setzen. Wir wollen einen überschwelligen Muskelwachstumsreiz setzen und das geht nur, wenn wir uns ausbelasten bei dem Training. Nur ist vielleicht zu übertrieben, denn es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Ein Anfänger wird auch mit weniger Fortschritte machen. Ne? Also man kann immer Fortschritte machen, man muss sich nicht immer ausbelasten. Es hängt nur davon ab, die Muskelfasern, die dann schon aktiviert worden sind, die hypertrophieren natürlich. Hypertrophieren aber alle oder hypertrophieren mehr, wenn man bis zum Muskelversagen trainiert? Ja, es hypertrophieren mehr. Das heißt, man macht auch bessere Fortschritte. Individuell gesehen. Es gibt natürlich dann wieder Unterschiede von Person zu Person. Der eine macht dann mehr Fortschritte als der andere, weil er einfach vielleicht mehr Muskelfasern hat oder mehr Typ 2, mehr Typ 1 Muskelfasern oder andere neuronale Aktivierungsmuster hat. Das heißt, da gibt es dann Unterschiede von Person zu Person. Das muss man dann als Trainer auch analysieren, wie die Unterschiede sind und dementsprechend das Training anpassen. Tendenziell geht aber schwerster zuerst, wenn es um Muskelaufbautraining geht. Was spielt da noch mit rein? Natürlich kann man natürlich auch noch andere Zielsetzungen haben. Wenn man zum Beispiel Maximalkraft als Training hat. Oder maximalkraft trainiert oder eher kraftorientiert trainiert, Powerbuilding macht oder beziehungsweise Kraftsport wirklich betreibt, dann ist natürlich der erste Satz nicht der schwerste.
Dann arbeitet man sich so ein bisschen hoch, man geht dann mal in den Dreier-Wiederholungsbereich rein. Dann kann der erste, muss nicht der schwerste sein, weil er geht auch gar nicht bis zum Muskelversagen. Das heißt, hier ist gar nicht das Ziel, in Überschwellung Wachstumsreiz zu setzen, sondern hier ist das Ziel, das Nervensystem in einen noch höheren Erregungszustand zu versetzen und noch mehr vor allem die intra- und intermuskuläre Koordination zu verbessern, um dadurch insgesamt stärker zu werden. Also wenn man Max Kraft trainiert, dann ist das nicht unbedingt gegeben immer. Muskelaufbau sollte das der Grundzustand sein, wenn man auf Kraft trainiert, nicht unbedingt. Beispielsweise ein Anfänger wird das möglich, auch meistens nicht möglich sein. Ein Anfänger, der ist meistens gar nicht in der Lage, von der Koordination direkt beim ersten Satz die Übung 100% richtig auszuführen. Ne? Und deswegen wird er meistens beim zweiten, dritten sogar noch mal stärker. Auch wenn er bis Muskelversagen erst trainiert hat. Weil einfach die Koordination seiner Muskulatur, die ist überhaupt nicht so gut, dass wirklich die Muskelfasern überhaupt zugeschaltet werden. Ne? Und deswegen ist dann der Anfänger, gilt das noch häufig nicht, aber es gilt natürlich auch, er sollte sich ausbelasten. Ein Trainingsfortgeschrittener, der das Ziel Muskelaufbau hat, der sollte dieses Prinzip befolgen, nach den Aufwärmsätzen, der erste Satz ist der schwerste. Danach, wenn man bis zum Muskelversagen trainiert hat, sollte man im nächsten Satz auch etwas schwächer sein, in der Regel, wenn man sich richtig aufgewärmt hat. Wenn man sich nicht richtig aufgewärmt hat, wird man im nächsten Satz stärker, weil man noch Leistungsreserven hatte. Tendenziell, wenn man es richtig aufgewärmt hat, sollte dann das Gewicht von Satz zu Satz immer weiter runtergehen. Erzähle ich ja auch in meinem Video, wie Gewichte steigern beim Krafttraining. Das Gewicht sollte runtergehen, wir gehen in eine zunehmende Ermüdung rein, um so einen Muskelaufbau reinzusetzen. Erster Satz, der schwerste Satz, der erste Arbeitssatz, vorher richtig gut aufwärmen und dann passt das in der Regel auch. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Ich hoffe, ich habe euch hiermit ein paar Fragen beantwortet, wie ihr das Training gestaltet. Ich könnte eigentlich nochmal ein Beispiel bringen, wie das dann beispielsweise auch. Naja, das habe ich ja in meinem Video schon. Wie Gewichte steigern im Krafttraining. Habe ich genau ein Beispiel dazu, wie sowas aussieht. Erster Satz der schwerste und wie er dann abnimmt von Kraft und so weiter und wie er die Progression gestaltet von Woche zu Woche. Das heißt, schaut euch einfach mal das Video an, wie Gewichtssteigerung und Krafttraining. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Training, viel Spaß bei eurem schweren Training, viel Spaß beim Muskelaufbautraining, viel Spaß beim Gesundheitstraining, beim fitnessorientierten Training, was auch immer ihr macht. Danke sehr fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.